ja, was vielen Eröffnungsbüchern fehlt, also es läuft wirklich auf eine reine quasi Aufzählung von Varianten hinaus. Es ist natürlich, also wenn die Varianten stimmen, was schon meistens der Fall ist, ist natürlich auch gut und wichtig. Aber ja, ich denke, es ist tatsächlich ganz wichtig zu verstehen, warum man die Züge macht, die man macht. Hier ist Schachgeflüster. herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Schachgeflüster. Mein Name ist Harald Schneider-Zinner. Der Grund, warum ich heute das Interview führe und nicht wie gewohnt Michael Busse, liegt in der neuen Kooperation von Schachgeflüster mit der Chessboards Association. Miriam Mörwald und Lili Hahn werden das Podcast-Team von Michael ebenfalls verstärken. Mein heutiger Gast ist Großmeister, Trainer, ausgebildeter Erzieher, viel gepriesener Schachkolumnist, Buchautor und seit neuestem auch preisgekrönter Studienkomponist. Herzlich willkommen, Michael Prosikin. Ja, schönen guten Morgen an alle Zuhörer. Ja, Michael, bevor wir uns deinem Leben und deiner Schachkarriere chronologisch nähern, lass uns auf zwei ziemlich aktuelle Ereignisse blicken. Du hast gerade in einer WM für Schachstudienkomponisten teilgenommen und das äußerst erfolgreich. Wie kam es dazu? Ach, ich komponiere schon länger. Genau, gut, eine WM, also das ist auch ein bisschen anders als im Schach quasi. Man muss sich für die WM nicht qualifizieren. Na, man darf da einfach eine Studie einreichen und sie wird dann eben entsprechend bewertet. Ja, ich war aber ganz, ganz froh, dass ich eine Auszeichnung dafür bekommen habe. Aber das ist nicht die, also das ist meine erste Teilnahme an einem Kompositions-World Cup. Aber sonst komponiere ich schon länger und habe auch schon eben ein paar Auszeichnungen bekommen. Also das ist in dem Sinne ist es nicht die erste. Ja, wobei, aber in gewissem Sinne die Auszeichnung doch, denke ich, auch was Besonderes ist, denn der auch Schiedsrichter war, ist ja eine wirkliche Legende in diesem Bereich, nämlich Oleg Berbakow. Das ist richtig. Nein, das hat mich wirklich sehr gefreut. Also eben, ich denke, Oleg ist wirklich also mit Sicherheit einer der Besten, neben so Namen wie Johann Affeck zum Beispiel oder eben an Martin Minsky in Deutschland. Also sicherlich einer der führenden ja, Studienkomponisten. Ja, das hat mich natürlich sehr gefreut, von ihm jetzt so eine hohe Auszeichnung bekommen zu haben. Und die Studien von Oleg sind ja zum Teil auch von Marc Dvoretzky in seinem fantastischen Buch Studien für Praktiker verwendet worden. Und ich denke, deine Studie geht auch so in diese Richtung, mit eigentlich einem sehr hohen praktischen Wert, oder? Ja, nee, ich denke, also es gibt ja einige Praktiker, die eben also Studien komponieren, also angefangen bei John Nunn und also jetzt von den quasi heute noch Lebenden und gibt es ja einige mehr. Und ich denke, den Praktikern sieht man eigentlich immer ihre Herkunft sozusagen an, na, also dass sie im praktischen Schach zu Hause sind. Das sieht man ihren Kreationen schon an. Also die sind meistens praxisnäher, glaube ich, praxisorientierter als bei reinen Studienkomponisten, sage ich mal. Ja, ich denke, das ist ganz, ganz logisch. Also ich mag zum Beispiel auch schon Studien mit einer völlig unnatürlichen Ausgangsstellung, mag ich schon so nicht so besonders, wobei die immer wieder auch sehr hoch bewertet werden, zum Beispiel bei Studienturnieren. Ja, sag Michael, welchen praktischen Wert würdest du den Studien überhaupt im Trainingsprozess von starken Schachschülern zumessen? Ach, du hast ja Marc Dvoretzky schon erwähnt, der hat das, glaube ich, sehr gut formuliert. Also es gibt drei Sachen, die man aus Studien, glaube ich, sehr gut lernen kann. Das ist in erster Linie kreatives Denken, also wirklich das Auffinden von so versteckten taktischen Ideen. Ja, das kann man durch Studien lösen, wahrscheinlich so gut lernen wie durch nichts anderes. Na, Studien sind ja so die Poesie quasi des Schachspiels. Na, mit sehr schönen eben ästhetischen Ideen und die kommen aber durchaus auch in der Praxis vor. Genau, das zum einen, dann die Variantenberechnung natürlich. Genau, wobei moderne Studien oft dann etwas zu schwer sind. Also die kann man meistens dann nicht komplett im Kopf lösen. Da sind eignen sich klassische Studien, so Kubbel und Co. eignen sich da besser. Ja, und dann ab und zu auch einfach konkretes Endspielwissen. Also das kommt ja in Studien auch durchaus vor, dass man ja zum Beispiel eine Stellung am Ende dann also anstreben muss, na, die dann zum Beispiel eine Festung beispielsweise, ne, die man einfach kennen sollte. Und wenn man sie nicht kennt, kommt man nicht weiter. Und diese Situation hat man ja in der Praxis auch immer wieder. Genau. Und eine Methode, die ich von Dvoretzky auch sehr gerne übernehme, ist das Ausspielen von Studien. In seinem Buch hat er ja hervorragende Beispiele dafür auch. Richtig, genau. Ja, das genau. Bei Präsenzlehrgängen
mache ich das auch wieder ganz, ganz, ganz gern mit meinen Leuten. Genau, also richtig, also so eine Art Studiensimultan beispielsweise ist auch immer spannend, ja. Ja, dann auf jeden Fall Gratulation zu dieser Auszeichnung. Und ein zweiter aktueller Anlass: Jana Schneider wurde vor einigen Wochen, nämlich bei der nachgeholten Abschlussrunde der ersten deutschen Frauen-Bundesliga, weibliche Großmeisterin. Und in ihrem Bericht bedankt sie sich ausdrücklich bei dir und schreibt: Danke an meinen langjährigen Trainer Michael Prusikin. Der letzte Sieg ist unter anderem seiner Eröffnungsvorbereitung zu verdanken. Ich denke, ein sehr schönes Kompliment für dich auch. Auf jeden Fall, ja, wobei, also man muss wirklich sagen, Jana ist nicht nur eine sehr starke Spielerin, sondern wirklich auch eine sehr angenehme Person. Genau, also es hat, ja, es war natürlich, hat mich, also es hat mich riesig gefreut, dass Jana ihr großes Ziel erreicht hat, wobei ich da ja keine Zweifel hatte, dass sie das früher oder später schafft, aber ja, früher ist natürlich immer besser als später. Ja, nee, gut, also. Ich denke, das ist auch ein bisschen übertrieben. Also es kam tatsächlich eine Variante aus dem Buch des Damengambit quasi aufs Brett, aber die Gegnerin ist früh abgewichen und im Prinzip hat Jana einfach eine brillante Partie gespielt und mit Schwarz eben gegen sehr starke Gegnerin sehr überzeugend gewonnen, auch wirklich eine sehr ansehnliche Partie produziert dabei. Und das, also mein Anteil daran war, glaube ich, gering. Aber ja, insgesamt vielleicht, also zu Janas schachlicher Ausbildung insgesamt könnte ich was beigetragen haben, ja. Ja, auf jeden Fall hat sie dich ja scheinbar in sehr positiver Erinnerung. Welchen Wert würdest du überhaupt so der Eröffnungsvorbereitung, dem Eröffnungsstudium beimessen? Ich denke, das ist wahrscheinlich sehr von der Spielstärke abhängig. Genau, ja, das kommt ziemlich stark auf die Spielstärke an. Also ich denke, am Anfang reicht das völlig aus. Die drei, ja, also wie das in den Stappenheften formuliert ist, die drei goldenen Eröffnungsregeln zu beherzigen. Na, und das reicht, ja, eine Weile, glaube ich. Aber irgendwann, denke ich, kommt man. Andererseits, glaube ich, ist also so diese Aussage, man braucht keine Eröffnungen, also hört man immer auch immer wieder. Ich glaube, die ist so auch nicht richtig. Also irgendwann kommt man sicherlich nicht drum rum. Der entscheidende Punkt ist, das Eröffnungsrepertoire oder auch die Arbeit quasi an der Eröffnung muss mit der zunehmenden Spielstärke, also das Eröffnungsrepertoire wächst mit dem Spieler, so habe ich das irgendwann mal formuliert. Also so sollte das sein. Genau, also je höher die Spielstärke, desto mehr Raum nimmt quasi dann die Eröffnungsvorbereitung ein. Ja, ich würde das auch genauso sehen wie du, wobei viele Spieler gerade am Anfang dazu neigen, viel zu viel Zeit in die Eröffnung zu verwenden und hier viel zu oft springen. Und in deinem Buch, in deinen Büchern, wir gehen dann später genauer ein, die bereitest du ja auch sehr strategisch auf, beginnend mit der Bauernstruktur, mit den Ideen vermitteln und dergleichen. Also auch dadurch wächst ja die Spielstärke. Ja, ich denke, das ist das, was vielen Eröffnungsbüchern fehlt. Also es läuft wirklich auf eine reine quasi Aufzählung von Varianten hinaus. Es ist natürlich, also wenn die Varianten stimmen, was schon meistens der Fall ist, ist natürlich auch gut und wichtig. Aber ja, ich denke, es ist tatsächlich ganz wichtig zu verstehen, warum man die Züge macht, die man macht. Also die Profis tun das natürlich sowieso, aber die lesen dann auch keine Eröffnungsbücher mehr normalerweise. Genau, ja, also es ist, ich denke, tendenziell hast du völlig recht. Also gerade junge Spieler neigen oft dazu, ja, sich zu viel mit der Eröffnung zu beschäftigen. Das ist richtig. Und zu viel und ein bisschen, also meiner Erfahrung nach oft, dann ja, ich glaube, das hast du ja auch so ein bisschen angedeutet, gleichzeitig aber auch so unsystematisch, dass sie am Ende auch kein gutes Eröffnungsrepertoire haben. Ja, dazu ist ja auch ein Trainer da, dass er sie dabei unterstützt. Aber lass uns nun einen ganz großen Sprung zurück an den Beginn machen. Du wurdest ja 1978 in der Ukraine geboren und wuchst in einer 2-Millionen-Stadt auf. Kannst du uns so ein bisschen etwas über das Leben, über die Atmosphäre für diese uns doch recht unvertraute Welt erzählen? Ja gut, ich weiß nicht, ob das nicht jetzt vielleicht den Rahmen sprengt. Also interessiert dich eher jetzt der schachliche Teil oder ich meine, ich kann gerne auch ein bisschen was über das ja einfach Leben in der späten UdSSR erzählen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt von Interesse ist für dich. Ja, vielleicht ganz kurz und nachher gehen wir dann auf deine beginnende Schachkarriere an. Ich glaube, da gibt es ja zwei Versionen, hast du einmal geschrieben, nämlich deine und die von deiner Mutter. Ja, das ist richtig. Ja gut, gut die, ja ich ja, eben 78 bin ich geboren und ja, das heißt, als Kind habe ich dann eben noch die UdSSR, denke ich, bewusst erlebt. Ich war, glaube ich, ein ganz aufgewecktes Kind. Also also von der sowjetischen Zeit habe ich, glaube ich, noch relativ viel bewusst mitbekommen. Genau, und dann natürlich von dem die, also die Zeit, wo die UdSSR zusammengebrochen ist. Ja, es war
war auf jeden Fall spannend. Also zum Beispiel 91, als jetzt dieser Augustputsch war und es eben nicht klar war, ob das Land nicht dann doch quasi zurückgeht in die UdSSR-Zeiten. Da war ich in einem Schach-Sommercamp, praktisch würde man das heute nennen, bei St. Petersburg, also ganz weit weg auch von der Heimat quasi. Und es war spannend. Wir saßen alle dann am Radio und haben quasi gerätselt, ob wir überhaupt heimkommen und ob jetzt irgendein Bürgerkrieg ausbricht und so weiter war. Ich meine, als 13-Jähriger nimmt man das ja irgendwie eher so als Abenteuer wahr, also irgendwie spannend und so. Genau, aber eigentlich eine recht ernste Situation, sind ja auch dann ein paar Menschen umgekommen und bin froh, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Und der Putsch ist gescheitert und die UdSSR ist zusammengebrochen. Aber war eben eine Zeit des Umbruchs und ich denke, war spannend, das mal erlebt zu haben. So. Ja, dann kommen wir doch zurück auf die zwei Versionen, wie du zu Schach gekommen bist. Genau, na gut, ich habe das so in Erinnerung einfach, dass wir an einem Mehrfamilienhaus vorbeigelaufen sind und da war sozusagen sechs wahrscheinlich, genau, war quasi eine Tür an der falschen Seite des Hauses, also die ganzen Eingänge waren eigentlich vorne und wir waren hinter dem Haus und da war dann eben eine Tür und ich fand das als Kind einfach faszinierend, warum ist da eine Tür an der falschen Seite und wollte da unbedingt rein und das war dann eben eine Sportschule mit Schachabteilung, ja, also Schach und Ringen, auch eine interessante Kombination. Meine Mutter ist eben dann schon der Meinung, dass wir, dass sie mich gezielt dahin gebracht hat, aber da eben, also habe ich bis heute, also wir haben uns immer noch nicht geeinigt. Ja, Michael, ich denke, es gibt doch einen enorm großen Unterschied zwischen Schachschulen in der Ukraine, sowas gibt es in Deutschland in der Art wahrscheinlich gar nicht, dafür Vereine in Deutschland, was es in der Ukraine zumindest damals so nicht gegeben hat. Kannst du uns da ein bisschen so den Unterschied erklären? Ja, es war tatsächlich ganz anders aufgebaut. Ich denke, ja, also der entscheidende Unterschied war, das war wirklich eine Schachschule, also die war nur für Kinder und Jugendliche bestimmt, also da gab es halt bis auf den eben Trainer keine Erwachsenen. Also das ist der entscheidende Unterschied zu einem europäischen Schachverein. Der positive Unterschied ist wiederum, dass eben ein staatlich ausgebildeter und vom Staat finanzierter Trainer war, der das eben hauptberuflich gemacht hat. Und ja, wir hatten zweimal die Woche Training und dann am also abends dann nach der Schule und am Wochenende irgendwelche Turniere. Und das war, ja, also wichtig ist natürlich, der Trainer, wie gesagt, war erstens, hat er das professionell gemacht. Da hat er auch entsprechende dann eben Materialien, sehr, sehr gute, hatte einfach so sein System. Das heißt, ich denke, das hatte so jeder Trainer, der das gemacht hat. Dementsprechend war, denke ich, die Ausbildung schon qualitativ besser als jetzt sagen wir mal in Westeuropa, vor allem zu derselben Zeit mit Sicherheit. Und dann gab es ja, also das war ziemlich am Rand der Großstadt. In der Stadtmitte gab es dann wiederum so einen zentralen Schachclub, wo dann eben auch, Stadtmeisterschaft stattfand und so weiter. Und da hatten natürlich auch Erwachsene Zugang dazu. Und da konnten auch dann eben bessere Jugendliche dann gegen Erwachsene antreten und so weiter. Ja, so war das im Prinzip. Ich denke, so war das Leben eigentlich oder das Schachleben insgesamt in der UdSSR aufgebaut. Das kann man, also diese Charkower Verhältnisse kann man auf das ganze Land, glaube ich, 1:1 übertragen. Also von diesen Schachschulen, muss man dazu sagen, gab es natürlich auch in jeder größeren Stadt auch mehrere. Und wie hat sich jetzt so deine Karriere in dieser Jugendzeit in der Ukraine entwickelt? Wie stark warst du im Vergleich zu deinen Mitspielern? Also ich denke, ich bin relativ schnell ziemlich gut geworden. Also ich war, einer der beiden Besten in Charkow in unserem Jahrgang. Also der andere, Alexander Goloschapow, das ist ein Jugendfreund von mir, der ist ja jetzt auch Großmeister und vergleichbar stark, glaube ich, wie ich jetzt heute, und das war eben damals auch schon so. Also gleichzeitig waren wir beide, also quasi auch in der Ukraine, gehörten wir zur erweiterten oder zur Spitze, kann man sagen, in unserem Jahrgang. Gleichzeitig aber waren wir auch, also vor allem ich denke, Alexander war ein bisschen Tick besser als ich. Genau, also der hat es ab zum Beispiel auf die EM, WM dann geschafft bei den ukrainischen Meisterschaften.
Genau, meine beste Platzierung war, also einfach zur Orientierung, war Platz 4. Na, bei dem Finale der ukrainischen Meisterschaften, und dementsprechend habe ich es zum Beispiel nie auf eine internationale Jugendmeisterschaft geschafft. Genau, aber es gab immer so wieder alles Namen, die man heute auch so kennt. Wladimir Batlan zum Beispiel ist ein sehr starker GM, das ist eben mein Jahrgang, der hat halt die Jugend jetzt in der, also die, genau, die Jugendturniere damals einfach dominiert. Der war klar besser als Alexander und ich, und genau, also hat halt meistens dann die Meisterschaften auch sehr, sehr überzeugend gewonnen und ist ja heute Abend immer noch, ja, stärker. Mhm. Und in einem Interview von dir habe ich gelesen, dass du so in dem Alter zwischen 12 und 17 Jahren ja weniger Schach trainiert hast, sondern dich viel mehr auf Fußballspielen verlegt hast. Ja, na gut, Fußball spielen, aber das muss man sich wieder anders vorstellen als jetzt hier in Europa. Also ich denke, da war es halt eher andersrum. Also da gab es keine richtige, also ich war nie in einem Fußballverein oder so. Ich habe halt um mein Leben gern Fußball gespielt, das tue ich heute immer noch. Das war einfach quasi im Hof hinter dem Haus, hatten wir recht viel Platz, also, und genau, haben da einfach, also ich habe, genau, sagen wir, ich habe sicherlich mehr Zeit in Fußball investiert als in Schach zeitweise, ja, also vielleicht nicht durchgehend in der Zeit von 12 bis 17, aber sicherlich, genau, also gab sicherlich ein paar Jahre, aber es war nie irgendwie richtig systematisch, und ein besonders guter Fußballspieler bin ich nicht, ja. Aber es hat sicher deiner Fitness auch geholfen. Wie würdest du denn den Wert der Fitness damals und heute im Spitzensport, im Spitzenschach einschätzen? Ja, ich denke, es spielt eine recht große Rolle. Also es ist vielleicht, also spielt vielleicht nicht die größte Rolle. Also, sicherlich spielen andere Faktoren eine größere Rolle. Aber wenn tatsächlich bei zwei, sagen wir mal, gleich starken Spielern, kann die Fitness durchaus mal den Ausschlag geben. Und vor allem bei, ja, heutzutage gibt es ja eben oft dann irgendwie Doppelrunden und man muss wirklich dann 10 Stunden am Tag dann am Schachbrett verbringen. Da kann die körperliche Fitness durchaus eine Rolle spielen, ja. Genau. Ja, gerade in Deutschland werden ja die meisten Turniere oder viele Turniere doppelrundig ausgetragen, was schon wirklich eine große Herausforderung ist. Ja, das stimmt. Also ich für meinen Teil zum Beispiel versuche das wirklich auch nach Möglichkeit zu vermeiden, Doppelrunden zu spielen. Ja, ein ganz anderer Einfluss für Schach, deine Mutter ist ja professionelle Geigerin, also hervorragende Musikerin, und es gibt ja viele, viele tolle Schachspieler, auch in der Schachgeschichte, die hervorragende Musiker waren, wie zum Beispiel Philidor oder Taimanov, Bortisch, Smyslov, Sutowski. Siehst du da Zusammenhänge zwischen Schach und Musik? Das kann ich nicht beurteilen. Also ich muss zugeben, dass ich mit Musik, also das ist richtig, dass meine Mutter war und ist quasi, also war professionelle Musikerin, hat bei den Charkower Symphonikern gespielt und ja, ist heute noch als Musiklehrerin tätig. Aber irgendwie ist es mehr oder weniger an mir vorbeigegangen. Also ich habe keine Ausbildung bekommen. Also, und das traue ich mir wirklich nicht zu, das zu beurteilen, ob es einen Zusammenhang gibt. Dafür kenne ich mich mit Musik zu wenig aus. Hier ist Schachgeflüster. Ja, liebe Zuhörer, hier ist Michael von Schachgeflüster, und an dieser Stelle legen wir einen kurzen Boxenstopp ein. Viele Zuhörer möchten ja erfahren, wie man sich am besten im Schach verbessert. Meine Empfehlung sind hier wirklich die Kurse von Chessamy. Ich habe mir selbst auch schon 2 davon gekauft, deswegen kann ich euch das guten Gewissens ans Herz legen. Für genauere Infos, wie Chessamy funktioniert und was ihr dort erhaltet, hören wir jetzt einfach direkt Melanie und Nicolas Lubbe von Chessamy. Allen, die beim Hören jetzt selber Lust aufs Spielen bekommen haben und auf der Suche nach guten Trainingsmaterialien sind, denen wollen wir unsere Online-Schachakademie Chessamy ans Herz legen. Bei uns findet ihr Videokurse zu allen Phasen der Schachpartie, für Neulinge bis zum Profi. Das Besondere bei uns, ihr bekommt den Kurs als Download zur Verfügung gestellt und könnt ihn, solange ihr möchtet, auf all euren Geräten auch parallel nutzen. Weil wir selber Schachspieler sind und uns das früher immer gewünscht haben, entfällt jetzt das Abtippen. Ihr bekommt die PGN-Datenbanken bei uns gratis dazu. Also schaut doch einfach mal bei chessamy.com vorbei. Wahrscheinlich ist da auch was für euch dabei. Und wenn dem so ist, dann könnt ihr direkt den Gutscheincode Schachgeflüster10 nutzen und damit 10% sparen und außerdem Michaels Podcast unterstützen. Wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Weiterhören. Hier ist Schachgeflüster.
Schachgeflüster. Lass uns einen Sprung machen, also zwischen 12 und 17, viel Schach gespielt, viel Fußball gespielt und 1995 seid ihr dann nach Deutschland ausgewandert. Was waren so die Beweggründe für diese Auswanderung? Na gut, also wir waren ganz klar, dass, also habe ich nie, glaube ich, irgendwie verborgen, das, was man heute Wirtschaftsflüchtlinge nennen würde. Also war tatsächlich einfach die Wirtschaft, vor allem die wirtschaftliche Situation in der Ukraine war halt, ja, katastrophal. Also es war wirklich so. Das ist übrigens dann, also der Punkt war der, also erstens, die allermeisten Menschen, also 95% der Bevölkerung hatte halt kein Geld. Aber auch die 5%, das, also gerade in der Zeit, so Anfang der 90er Jahre, die 5%, die vielleicht Geld hatten, aus welchen Gründen auch immer, die konnten dafür quasi auch nichts kaufen. Das ist auch interessant, weil einfach die Regale waren leer. Also es gab wirklich einfach nichts. Also die Grundnahrungsmittel waren schon da. Also wir haben nie irgendwie hungern müssen oder so. Das wäre jetzt übertrieben. Aber es gab wirklich nichts zu kaufen. Also weder irgendwie ganz gewöhnliche Konsumgüter noch dann natürlich sowieso oder irgendwelche, also irgendwas, was darüber hinausgeht. Genau, und das war eigentlich das Ausschlaggebende. Genau. Und dann, ja, wir hatten quasi die Möglichkeit, nach Deutschland auszuwandern und dann haben wir sie wahrgenommen. Und jetzt bist du dann mit 17 Jahren nach Deutschland gekommen. Hast du die Sprache beherrscht? Nein, also ich habe tatsächlich einen Deutschkurs quasi, also als klar war, dass wir tatsächlich nach Deutschland gehen, habe ich einen Deutschkurs besucht, aber das war wieder, ich denke, das kannst du dir vorstellen, das war irgendwie, es war praktisch unvorstellbar, dass das irgendwie ein neues Leben, neues Land und so weiter, also das war irgendwie so weit weg und dann mit 17 hat man eben wieder, ist man zu sehr im Hier und Jetzt, glaube ich, ja, also ich konnte mir eigentlich nicht so richtig vorstellen, dass wir nach Deutschland kommen und ich dann wirklich die deutsche Sprache brauchen werde und so weiter. Also der, gut, und das war auch, also das war wirklich so ein Grundkurs. Also kurz gesagt bin ich eigentlich mit mehr oder weniger null Deutsch, glaube ich, nach Deutschland gekommen. Und du hast dann die Sprache in Deutschland einfach durch Praxis erlernt oder einen Kurs besucht? Erst durfte ich dann, also haben meine Eltern einen Sprachkurs bekommen, den durfte ich quasi also als Gastzuhörer mit besuchen. Und dann gab es dann noch so einen Kurs eben für junge Menschen, die dann studieren wollen. Den wiederum durfte ich besuchen, den haben meine Eltern nicht bekommen. Und vor allem nach diesem zweiten Kurs habe ich, glaube ich, also auf jeden Fall schon mehr oder weniger fehlerfrei gesprochen und konnte mich in jeder Situation verständigen. Und genau, dann kam eben viel, also dank Schach muss man sagen, also hilft wirklich sehr gut bei der Integration. Also kam halt sehr viel Praxis dazu und genau dann. Ja, nachdem du die Sprache beherrscht hast, hast du ja dann eine Ausbildung gemacht und bist Erzieher geworden. Also ein pädagogischer Bereich, der uns ja auch verbindet. Richtig, das war im Prinzip schon mit dem Gedanken, also die Ausbildung war mit dem Gedanken gewählt, eigentlich schon Schachtrainer zu werden. Also es war mir eigentlich klar, dass ich wahrscheinlich nicht als Erzieher arbeiten werde, aber ich dachte, irgendeine Art pädagogische Ausbildung ist ganz sinnvoll und genau, so kam das zustande, wobei das im Nachhinein, also ich bin mir nicht sicher, ob das richtig war, überhaupt die Ausbildung zu machen, weil die dauert sehr lang, sind 5 Jahre und im Nachhinein muss ich ehrlich sagen, habe ich so das Gefühl, das waren so ein bisschen verlorene 5 Jahre, also die hätte ich besser, glaube ich, tatsächlich ins Schach investiert. Ja, und dann bist du ja relativ bald, denke ich, so als Profi in der Schach eingestiegen und hast ziemlich viele Bücher studiert, von Botwinnik in erster Linie auch, denke ich. Richtig, genau, ja, also so drei Bände, also Botwinnik hat ja praktisch sein ganzes Schaffen sehr, sehr ausführlich dokumentiert, kommentiert und dann also praktisch drei Bände mit Partien und dann noch mein Band, quasi Erinnerungen und so weiter. Genau, das war, und Erinnerungen, Artikel und war auch alles sehr spannend, finde ich bis heute sehr interessant, genau, und das waren so, also mit die ersten Bücher, die ich wirklich systematisch von A bis Z dann durchgearbeitet habe, ja. Wie würdest du denn heute den Wert von Studieren von Schachbüchern einschätzen im Vergleich zu Arbeiten mit Computern zum Beispiel? Also ich als hoch würde ich sagen, wobei mir, also da ich ja auch selber eben 2 Kinder habe, merke ich einfach, dass dass es da so einen ziemlich großen Unterschied gibt zwischen den Generationen quasi. Meine Kinder tendieren auch dazu, also ganz deutlich Informationen eher über den Bildschirm aufzunehmen, ne, und Videos und so weiter. Ich
ich akzeptiere, also nicht, was heißt akzeptieren, also ich sehe ein, dass das eben im Schach auch so läuft, das lässt sich wohl nicht vermeiden, aber ich denke, dass gute Schachbücher, also eigentlich kommt man an guten Schachbüchern nicht vorbei, ich glaube, das ist, ich glaube, ein Buch mit einem Brett quasi dann durchzuarbeiten, also Partien nachzuspielen, Aufgaben zu lösen, das glaube ich, das bleibt ganz anders einfach im Gedächtnis haften als, jetzt wieder negativ formuliert. Also ich sehe das schon nicht so einseitig. Natürlich haben auch dann irgendwie Lernvideos einen hohen Lerneffekt, also können einen hohen Lerneffekt haben, aber ich denke, es ist trotzdem, hat einen anderen Stellenwert, als sich eben von so einem Video, ja, wieder um es negativ zu formulieren, briesen zu lassen. Ja, es ist einfach der Wert der aktiven Auseinandersetzung, auch des Taktilen, und es kommt der Turniersituation ja auch nahe einfach. Genau, richtig. Ich denke auch zum Beispiel tatsächlich, klingt vielleicht schon fast ein bisschen esoterisch, aber ich glaube tatsächlich beim Arbeiten am Schach, die Schachfiguren anzufassen, also das eben dann auch taktil wahrzunehmen, das auch das kann helfen, glaube ich. Auf jeden Fall lernen mit allen Sinnen. Ich denke, das ist eigentlich, eigentlich ganz etwas Normales. Ja, sag, Botvinnik war ja so der große Lehrer und hat diese Schachschule der Sowjetunion ja extrem geprägt. Wie sehr hat er dich als Trainer oder als Spieler geprägt? Das ist schwer zu beantworten. Also Botvinnik war, ich denke, wir sind sehr unterschiedliche Typen. Also richtig ist, dass Botvinnik das Schachtraining oder die Sichtweise auf Schach in der Oder ist es sehr entscheidend geprägt hat. Das stimmt. Also hat Generationen von Spielern nach ihm ja sehr stark beeinflusst. Schon auch positiv, also ich denke, man hat sehr viel von ihm aus seinen Büchern und also die ihn persönlich erleben konnten, dann eben konnten wirklich sehr viel mitnehmen. Ich denke, also so war ich, ich kannte ihn logischerweise nicht persönlich, aber soweit ich das eben beurteilen kann, waren wir wirklich sehr, also oder bin ich ein ganz anderer Typ Mensch, glaube ich, als er, und deswegen kann ich dann vieles nicht natürlich eins zu eins übernehmen, also weder als Spieler noch als Trainer, aber trotzdem habe ich mit Sicherheit sehr viel, also ich denke so, die Grundlagen der Schachstrategie habe ich sicherlich in einem hohen Maße durch diese drei kommentierten, durch seine Partiensammlung gelernt, also insofern, hat er mich mit Sicherheit auch recht stark beeinflusst. Und zum Beispiel, also was ich bis heute ganz gern zitiere, einfach, also es hört sich ja vieles sogar ein bisschen skurril an, quasi heute denke ich, aber damit die Leute so eine Vorstellung davon bekommen, wie das damals auch oder wie eine richtig seriöse Arbeit quasi am Schach aussehen kann, zitiere ich zum Beispiel ganz gern so seinen Leitfaden quasi für die Vorbereitung auf wichtige Turniere und quasi wie er sich dann während des Turniers, also seinen Tagesablauf während eines wichtigen Turniers, das hat er ja auch alles sehr, sehr präzise dokumentiert. Das ist zum Beispiel auch eine interessante Lektüre auf jeden Fall aus heutiger Sicht. Denke ich auch, weil es ja dabei nicht nur um die rein schachspezifische Vorbereitung gegangen ist, sondern eben auch um die physische Vorbereitung, um die mentale Vorbereitung, um die richtige Einstellung zu bekommen, um dann ans Brett zu gehen. Genau. Ja, jetzt bist du dann, Michael, 2004 Großmeister geworden und 2005 ist dir dann eine Glanzpartie gegen den großen Viktor Kortschnoi gelungen, wobei er dich in einer ganz besonderen Art eigentlich zum Ritter geschlagen hat. Er hat dir nach seiner Niederlage die Hand gegeben und ist wortlos gegangen. Ein Zeichen höchsten Respekts von Kortschnoi, der sonst seine Gegner eher verbal immer beleidigt hat, wenn er verloren hat. Ja, das ist richtig. Also ich habe ja tatsächlich gegen Viktor Lvovich mehrere Partien gespielt, also die erste, also vielleicht habe ich es auch deswegen, also ich habe es vielleicht richtig gemacht, weil die erste habe ich erstmal verloren, da habe ich mich mal schon mal gut gestellt mit ihm, ne? Und dann die zweite war dann eben die Gewinnpartie, die du gerade erwähnt hast, genau, das ist tatsächlich genauso abgelaufen, also der hat mir, genau, also ich habe das ja schon erlebt und dann Leute, die ihn gut kannten, haben mir wirklich gesagt, also mehr Anerkennung kann man von Kortschnoi nicht bekommen, als dass er wirklich quasi ordentlich aufgibt und geht, genau, das war der Fall und danach hatten wir noch mehrere Partien, die sind alle Remis, also ich glaube 3-4 Partien danach noch gespielt, die sind alle Remis ausgegangen. Und er war, also zu mir war er immer korrekt. Also die Partie, die er gewonnen hat, also die erste, die haben wir sogar, also da hat er mir eine kleine Analyse sogar gegönnt.
Genau, und ja, nach den anderen Partien, ja, wieder haben wir uns einfach die Hand gegeben und sind dann unsere Wege gegangen. Aber also zu, ja, ich habe ihn, persönlich habe ich ihn nie ja irgendwie ausfallend erlebt. Ja, und für mich auch ganz klar. Also, wobei ich, also ich habe, also ausfallend habe ich ihn schon erlebt, aber nicht mir gegenüber. Genau. So muss man das formulieren. Genau, und für mich trotzdem also eine ganz einer der ganz großen quasi der Schachgeschichte. Ja, Viktor Kortschnoi hat ja Jahrzehnte der Schach geprägt und sein Kampfwille bis zum Schluss ist ja fantastisch eigentlich. Gegen welche andere ganz Großen der Schachgeschichte hast du gespielt? Ach, ich glaube gegen einige. Also ich habe gegen einige, der Generation Kortschnoi eben gegen einige auch noch gespielt oder etwas jüngere vielleicht, genau. Und dann auch gegen, ja, natürlich, also ein paar von den aktuellen Topspielern oder der jüngsten Vergangenheit. Also sagen wir mal so, wenn man so mit den Klassikern beginnen möchte, also ich habe eine Partie gegen Lajos Bortis gespielt, wobei das war insofern ein bisschen unglücklich. Das ärgert mich tatsächlich bis heute noch. Das war nämlich eine Partie, die stand, nachdem ich meine dritte Germ-Norm gehabt habe. Also ich hatte die nach 8 Runden. Das war so ein geschlossenes Großmeisterturnier. Und ich hatte die Norm, also die dritte und entscheidende nach 8 von 9 Runden eben. Und dann war mir quasi nur wichtig, dass Bortis zur letzten Runde antritt. Das war quasi dann die einzige Möglichkeit, die Norm noch nicht zu machen. Das ist, dass er halt was sich erkrankt und dann nicht erscheint zur Runde. Ja, und nachdem er erschienen ist, habe ich halt sang- und langlos verloren. War natürlich so, das große Ziel war halt erreicht und da hatte ich überhaupt keine, also habe ich keine Motivation gefunden für die letzte Runde. Und das ärgert mich aber insofern, dass das halt eine Gelegenheit war, einfach gegen einen auch, halt gegen einen ganz großen Spieler halt eine ordentliche Partie zu spielen. Aber ist psychologisch, glaube ich, verständlich auch im Nachhinein. Also ist wirklich ganz schwer, sich dann noch zu motivieren. Genau, und dann habe ich ein paar Partien gegen Florin Georgiou gespielt. Ne, es hat ja dann eben auch Fischer Bezwinger ich glaube 1970, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Oder nee, 60, Entschuldigung, 60, ja, 60 hat er gegen Fischer gewonnen. Genau, und so weiter. Ich glaube, von den Spielern so dieses Kalibers und dieses Baujahrs habe ich, glaube ich, dann noch ein paar weitere Partien gespielt, ja. Ja, sind natürlich schon tolle Erinnerungen. Und in den letzten Jahren aus der aktuellen Zeit? Ach, da habe ich halt selten gut ausgesehen, das ist was anderes, aber gespielt habe ich. Also ich habe ja jahrzehntelang bei Forchheim in der zweiten Bundesliga ausgespielt. Wir haben aber zweimal den Aufstieg eben in die erste Liga geschafft und sind dann ohne Verstärkung quasi in die erste Liga gegangen. Und dementsprechend habe ich halt 2 Jahre erste Bundesliga, erstes Brett spielen dürfen. Und bin dann eben auf sehr starke Spieler getroffen. Also ich dann gegen Adams, also die waren da, das ist, also der erste Aufstieg war etwas 2002, glaube ich. Das waren also alles damals Spieler der absoluten Weltspitze, also Top Ten. Gegen Fiddler, Adams habe ich verloren. Gegen Schirov, wobei Schirov war jetzt dann nicht Bundesliga, sondern Europacup. Der Vereine. Ivanchuk auch eben dort. Genau, gegen Caruana habe ich 3 Partien gespielt, gegen Aronian auch 3, glaube ich. Und so weiter. Ja, also sind schon einige. Ja, es ist nicht allzu viele Punkte gemacht. Also ich habe jetzt von die genannten, also ich glaube 2 Remis habe ich geschafft gegen all die Spieler und in all den Partien zusammen. Genau, aber also die Bilanz ist nicht berauschend, aber ja, gegen einige sehr starke Spieler antreten dürfen. Aber es ist ja immerhin das Who is Who der Weltklasse. Ja, ja. Michael, jetzt bist du 2009, hast du die deutsche Meisterschaft gewonnen. Würdest du das als deinen größten Erfolg bezeichnen? Oder gibt es noch andere Turniere, wo du sagst, die würdest du noch höher einwerten? Ich habe sie leider nicht gewonnen. Ich war geteilter Erster mit schlechterer Wertung. Genau, das wurmt mich auch tatsächlich bis heute noch. Genau, wenn ich sie gewonnen hätte, wäre es mit Sicherheit der größte sportliche Erfolg gewesen. Und vielleicht ist es auch so. Vielleicht, also ich habe ja deutlich überperformt. Das war eine sehr stark besetzte Meisterschaft. Ich war 9 gesetzt. Ich denke, da gab es davor und vor allem danach gab es halt Jahre, wo die deutsche Meisterschaft wesentlich schwächer besetzt war. Das war ein großer Erfolg, aber es hat, ja, ich habe in der letzten Runde, vor allem ohne großen Kampf, dann gegen Klaus Bischoff Remis gemacht mit Weiß und das war im Nachhinein ein Fehler. Ich dachte, also die entscheidende Partie war dann,
Alec Braun gegen David Baramidze. Und quasi die einzige Möglichkeit, wie ich dann nicht Erster werden konnte, war, dass Alec mit Schwarz gewinnt. Und das schien mir nicht sehr wahrscheinlich, aber der Fall ist eingetreten. Und genau, dadurch bin ich vielleicht dann eben Zweiter. Und im Nachhinein ärgert mich das, dass ich dann gegen Klaus nicht selber mehr probiert habe. Jetzt warst du in dieser Zeit aber, denke ich, nicht nur Spieler, sondern hast ja auch schon sehr viel als Trainer gearbeitet, oder? Ja, ich war nie, also ich war überhaupt nie reiner Schachprofi, also Spielprofi, also zu keinem Zeitpunkt. Also genau, ich habe recht früh mit dem Training angefangen, also eigentlich noch in der Ukraine, quasi so die ersten Versuche, aber dann ja eben mit spätestens hier so mit 20, also wirklich am Ende der 90er Jahre, also bald nachdem wir dann eben in Deutschland waren, habe ich dann mit ziemlich intensiv quasi mit dem Schachtraining angefangen und genau, war zu keinem Zeitpunkt reiner Spielprofi. Und lass uns ein bisschen näher auf deine Trainerkarriere eingehen. Du hast ja auch bei einem, ich denke, der bedeutendsten Schulschachprojekte Deutschlands im Landkreis Miesbach mitgearbeitet. Wie haben diese Schulschachprojekte ausgeschaut? Wie würdest du den Stellenwert einschätzen? Das ist eine ganz tolle Sache, die läuft ja, also die läuft ja auch bis heute, also das Projekt. Das war, also ich glaube, das ist was Einmaliges dort, also zumindest meines Wissens. Es gab ja viele, viele Leute, die das irgendwie kopieren und ähnlich aufbauen wollten. Das hat meines Wissens nie so eins zu eins zumindest funktioniert. Es war so, also es, ja, der Mensch, der das quasi das Projekt ins Leben gerufen hat und aufgebaut hat und möglich gemacht hat und ja, dann dank dem es, glaube ich, bis heute eben sehr erfolgreich läuft, ist Horst Leckner. Der war ja auch ja Mannschaftsführer eben der Bundesliga-Mannschaft von Tegernsee, auch in den 2000ern. Und ja, er hatte eine hohe Position bei der Sparkasse, also mit im Vorstand der Sparkasse Miesbach-Tegernsee und genau, und er konnte dann die Sparkasse eben, ja gut, im Prinzip das Geld, was in die Bundesliga-Mannschaft floss dann später, also er hat dann das Projekt Bundesliga hat er dann irgendwann begraben und dieses Geld ja leitete er sozusagen dann in das Schulschachprojekt über und ja, hat dann zwei, später dann drei eben, oder erst einen, dann zwei und später drei hauptamtliche Trainer verpflichtet. Und es wurde Schach an allen Schulen im ganzen, an allen Grundschulen im ganzen Landkreis angeboten, dann auch an allen Gymnasien etwas später. Und später kamen dann auch Realschulen und eben auch sogar, also auch Mittelschulen dazu. Und ja, also jetzt Corona-bedingt hat dann das Projekt, soweit ich weiß, ich habe ja damit jetzt seit 3 Jahren nichts mehr zu tun, aber Corona-bedingt musste das Projekt natürlich auch ein bisschen leiden, aber im Prinzip läuft das trotz Corona, trotz widriger Umstände, läuft das eigentlich sehr erfolgreich bis heute weiter. Ja, super. Das heißt, du hast dort mehr oder weniger mit den Schülern an den Basics gearbeitet. Ja, also es waren, also da kam mir dann eher dann die Erzieherausbildung zugute als irgendwas anderes. Ich glaube, deswegen wurde ich quasi auch ja genommen für, also jetzt weniger als Großmeister oder ganz weniger als Großmeister und weniger vielleicht sogar als Schachtrainer, sondern in erster Linie wirklich als Erzieher, also wegen des pädagogischen Hintergrunds. Genau, wir haben mit, also der größte Teil der Arbeit waren wirklich totale Anfänger, also wirklich bei den Regeln dann angefangen in der Grundschule, also eben Erstklässler und so weiter. Genau, ja, das hatte also mit Schach jetzt am Anfang wenig zu tun. Ja, und zumindest in Österreich ist es so bei uns, dass Schulschach ja oft mit Begeisterung angenommen wird. Die Schwachstelle ist dann oft der Übergang zum Verein, also wenn ich das jetzt aus schachlicher Sicht sehe. Wie war das bei euch? Hat es da so gute Nahtstellen zu Vereinen gegeben dann? Ja, also es hat, also ich denke, man kann schon sagen, dass es gut funktioniert hat. Also es gab, der Nachteil war, dass es im Prinzip in der Gegend wirklich nur einen Verein gab, das war eben der TV Tegernsee. Also das war halt nicht für alle gleich bequem dann mit der Anreise. Das war so ein bisschen, denke ich, der Nachteil. Also waren nicht allzu viele, es gab nicht allzu viele Schachvereine in der Gegend. Aber es kamen, also natürlich ist es ein kleiner Teil der Schulschachschüler, die dann wirklich quasi den Weg zum Verein finden. Aber da die Masse sehr groß war, also wir haben 600 Kinder pro Jahr oder so unterrichtet. Genau, und da
ist natürlich auch die Anzahl derer, die dann halt wirklich zum Verein gehen wollen, ist dann immer noch relativ, also die reine Zahl ist dann relativ groß. Ja. Neben dieser Arbeit an den Basics hast du ja auch mit sehr starken Spielern gearbeitet. Unter anderem hast du im Jahr 2000 dann die Landestrainerstelle von Philipp Schlosser übernommen, der nach Baden-Baden gegangen ist, und bist bei der Bayerischen Schachjugend dann als Landestrainer angestellt worden. Ist das richtig? Ja, wobei das hört sich jetzt, genau, also es lief im Prinzip nur darauf hinaus, die Arbeit. Also ich habe doch eine Zeit lang, habe ich tatsächlich dann auch, also es war keine richtige Stelle, es war praktisch eine Honorarstelle und im Prinzip lief es einfach darauf hinaus, dass ich einfach dann für die Viergader dann die Lehrgänge dann durchgeführt habe. Das waren ja also ein Wochenlehrgang im Jahr und eben ein paar Wochenendlehrgänge über das Jahr verteilt. Genau, das ist auch meines Wissens mehr als manch anderes Bundesland anbietet, aber insgesamt trotzdem nicht allzu viel. Mhm. Und wir haben ja schon Jana Schneider erwähnt, eine deiner ganz starken Schützlinge. Und ich denke, eine, die jetzt auch durch eine hervorragende Leistung aufgezeigt hat, ist Hanna-Marie Kleck, die ja 2021 vor einigen Wochen im Sommer überlegen die German Masters der Frauen in Magdeburg gewonnen hat, mit 7 aus 9, 1,5 Punkten Vorsprung, also klar dominiert. Und du hast ja sehr lange mit ihr zusammengearbeitet. Sie ist ja auch Vize-Weltmeisterin 2013 geworden. Genau, ne, wir arbeiten auch bis heute zusammen. Ja, die Hanna, genau, ich, in dem Zusammenhang möchte ich übrigens Thomas Walter erwähnen, der, von dem habe ich dann Hanna, ich denke, im Jahr 2008, glaube ich, 2007, sowas übernommen, oder er hat den Kontakt hergestellt. Genau, und der vor allem, er hat jetzt auch meine Stelle am Tegernsee quasi übernommen, oder ich konnte ihn überreden, das zu tun. Genau, das war auch, ich denke, das war für alle Beteiligten, glaube ich, eine gute Entscheidung. Der Thomas ist wirklich ein sehr guter Kindertrainer, und genau, also bei ihm hat Hanna also praktisch dann die Grundausbildung bekommen. Und genau, seit, ich denke, ja, 2008 dürfte das gewesen sein. Genau, also da haben wir angefangen. Genau, wie du schon gesagt hast, also 2011 war Hanna dann Vize-Weltmeisterin in der U16. Und ja, es war immer klar, dass sie ein Riesentalent ist. Genau, wobei sie ja zu intelligent, zu begabt ist, vielleicht zu vielseitig interessiert, um sich wirklich dann irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt richtig auf Schach konzentriert zu haben. Das ist für ihre schachliche Entwicklung natürlich ein bisschen schade, aber ich glaube, sie hätte jetzt hier auch heute schon viel weiter sein können, wenn sie mehr Zeit ins Schach investiert hätte. Ja, inwiefern investiert sie jetzt Zeit in Schach? Ich meine, dieser Erfolg mit 7 aus 9 und diese Dominanz bei den deutschen Meisterschaften ist ja fulminant, aber sie ist nicht Profispielerin, oder? Nein, okay, also diese Frage kann Hanna sicherlich dann bei Gelegenheit vielleicht besser beantworten, aber also nein, sie ist keine Profispielerin, sie ist bei der Grenke Bank angestellt, in glaube ich, auch in gehobeneren Positionen, und hat da sehr, sehr, sehr gut zu tun, was ich so mitkriege. Aber ja, sie, also da kann ich auch nur quasi ihre Aussage zitieren, die dann in der Schach stand. Das habe ich dann auch nur dort gelesen, dass dieser Erfolg jetzt bei den German Masters sie dazu motiviert, dann trotzdem mehr von ihrer, ja, Freizeit jetzt in Schach investieren und eben, also sie, ich denke, also sie stand ja schon mal kurz vor 2,4, also ich denke, ihre höchste Zahl war irgendwas 2,3, 86 oder so, und ich glaube, dass sie, also eben mit etwas Aufwand, also würde sie locker die 2,4 reichen, und genau, also sie hat wohl gegenüber Reichtischberg hat sie wohl dann eben geäußert, dass sie das Ziel jetzt dann eben angehen will, und ich glaube, das ist ein absolut realistisches Ziel eben. Ja, dann lassen wir uns überraschen, was noch kommt. Michael, lass uns ein bisschen einen Österreich-Bezug herstellen. Einer deiner starken Schüler, Leon Mons, ist ja auch aus seiner Bundesliga-Zeit in Salzburg gut bekannt. Junger, sehr sympathischer Großmeister. Wie würdest du ihn beschreiben und einschätzen? Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz ähnlich gewissermaßen, glaube ich, wie bei Hanna. Also genau, mit Leon haben wir angefangen, das ist, ja, dürfte auch ungefähr im selben Jahr vielleicht gewesen sein, auch so irgendwas 2000, wahrscheinlich sogar früher, 2006 vielleicht.
Genau, auf jeden Fall, ja, doch, ja, 2006 muss gewesen, ja, doch, 2006, genau, Leon war 11 Jahre alt, das kommt hin, genau. Und genau, aufgehört haben wir dann, also mit Leon trainieren wir schon lange nicht mehr, aber aufgehört haben wir, da stand er eben schon kurz vorm GM, da hat er 2 Normen, glaube ich, und irgendwie 260 Kilo oder so. Ich glaube, es ist ähnlich, also Leon ist ein, also, ja, ich glaube, hochbegabt einfach mehr, kann man, glaube ich, auch sagen. Also hat eine Klasse übersprungen, hat die Schule locker dann, trotzdem die Schule ganz, ganz locker und ohne jegliche Anstrengungen quasi dann abgeschlossen, ist er jetzt, schnell Großmeister geworden und meines Wissens, ich glaube, das letzte, also wieder, also ich hoffe, ich wechsle jetzt nichts, aber ich denke, wird bald quasi dann, also schreibt seine Doktorarbeit, also wird bald dann Doktor der Mathematik und ich meine, der ist jetzt ja, 26 oder so, also ich denke, mit 26 Großmeister, also beide Titel zu führen, dann 6 Großmeister und Doktor, das ist nicht schlecht. Und der Punkt ist eben, dass es bei ihm ähnlich. Also dadurch, dass er wirklich enorm begabt ist, hat er nie gelernt, quasi sich richtig anzustrengen. Ne? Und im Prinzip ähnlich. Hätte er sich zu irgendeinem Zeitpunkt quasi auf Schach fokussiert, hätte er, glaube ich, also die Aussage, ja, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen, hätte er, glaube ich, wirklich mit Gleichaltrigen wie jetzt Matthias Blubaum und Co. locker mithalten können, aber er hatte halt nie einen Gedanken dran verschwendet, quasi nur auf Schach zu setzen. Mhm. Soweit ich die Partien von Leon kenne und auch deinen Stil, ihr seid ja beide eher taktisch motiviert und taktisch orientiert mit einem Angriffsstil ausgezeichnet. Das würde ich so nicht sagen, das vor allem bei Leon nicht. Also ich denke, nein, also ich glaube, also ich widerspreche dir da ungern, aber ich glaube... Ja, kein Problem. Also gerade bei Leon würde ich sagen, das Gegenteil ist der Fall. Also ich denke, er hat ein sehr feines Stellungsgefühl, er spielt Endspiele sehr gern, also eher ein ruhiger Spielertyp. Ich meine, es gibt diese, vielleicht beziehst du dich darauf, es gibt diese berühmte Partie gegen Arkadi Najdic, ne, der dann eben, wo Leon noch 2:30 hatte und eben Arkadi dann eben 2:27 und Leon hat ihn dann eben, also das war eben so ein Bund aus der Zeit, wo wir dann eben mit Weicher in der ersten Liga gespielt haben. Genau, da hat Leon im großen Stil eben dann gewonnen, also wirklich eine schöne Angriffspartie. Aber ja, ich denke wieder, also als ein Großmeister mit 2,55 muss man ja eben schon gewissermaßen Allrounder sein. Also ich denke, das kann Leon schon auch, aber von der Anlage her ist er, glaube ich, eher ein technischer Spieler, würde ich sagen. Okay, jetzt hast du ja die Endspielstärke von Leon erwähnt und wir haben ja gemeinsam 2018 in Jenbach eine Trainerfortbildung gehalten für die österreichischen Schachtrainer. Und dein Wunsch war hier, Endspiele der Modernen zu bringen. Wie würdest du den Endspielwert, das Training im Endspiel heutzutage einschätzen auf stärkerem Niveau? Das ist auch eine sehr spannende Frage. Die wird ja viel diskutiert. Also es ist tatsächlich, also ich glaube, die Antwort ist nicht eindeutig. Es ist zum einen, also es gibt ja, also früher hat es ja geheißen, Endspiel ist alles und so weiter. Und ohne Endspiel kommt man überhaupt nicht weiter. Und einerseits ist was dran. Also andererseits kann man diese Aussage quasi die Aussage gegenüberstellen, dass ja nur ein kleiner Teil der Partien das Endspiel überhaupt erreicht. Und da ist tatsächlich rein statistisch gesehen ist es ja so. Den kann man nicht widersprechen. Ja, also das ist auch Tatsache. Das heißt, ich denke, man kann tatsächlich mit ziemlich oberflächlichen Endspielkenntnissen ein starker Spieler werden, aber es wird halt dann immer wieder, wenn man wirklich sich nie mit Endspielen intensiv beschäftigt, wird das halt immer wieder dazu kommen, dass man ja halbe und ganze Punkte einfach blöd liegen lässt, wobei man eben trotzdem sich auf sehr hohem Niveau bewegen kann dabei, ja. Also ein sehr krasses Beispiel war ja jetzt neulich die Partie Giri gegen Shankland, ne, zum Beispiel, wo Shankland dann einfach in einer sehr bekannten Remisstellung einfach eine Festung aufgegeben hat. Ja? Und er hatte ja schon 2:7 zu dem Zeitpunkt. Das heißt, also das ist eben ein Beispiel für beides. Also man kann das als Beispiel für beide Thesen nehmen. Ja, einerseits kann man eben ein sehr starker Spieler werden, na, ohne die solche Sachen zu kennen offensichtlich. Na, andererseits wird das halt immer wieder Punkte kosten. So. Ja, was man auf jeden Fall braucht, ist ein scharfer taktischer Blick, denke ich. Und ich bin ja ein sehr großer Fan des Magazins Schach.
Und du hast vor einiger Zeit hier die Taktik-Kolumne übernommen und ich denke, sie hat eine sehr große Aufwertung dadurch bekommen. Du gehst das Ganze methodisch an, greifst meistens einen Spieler heraus, bringst eine Glanzpartie, dann einzelne taktische Stellungen und auch eine passende Studie dazu. Und das wurde eigentlich viel gelobt. Verwendest du viel Zeit drauf? Macht dir das viel Spaß? Ja und ja. Also ja, das ist ziemlich zeitaufwendig, aber es macht Spaß, genau. Also ich mache die Arbeit vor allem, weil sie mir Spaß macht, genau. Und es war mir so ein bisschen ein Anliegen, ja, dem breiten Schachpublikum jetzt weniger, also bekannte Namen aus der Schachgeschichte eben dann vielleicht vertrauter zu machen. Ja, ich denke, dass die Möglichkeit habe ich jetzt durch die Kolumne auch. Gut, dass mit der Aufwertung ist, also ich denke, es ist einfach ein anderer Ansatz als bei meinem Vorgänger. Ich habe zum Beispiel zu Beginn vor allem, also nach den ersten paar Ausgaben, habe ich auch einige negative Rückmeldungen bekommen, wobei ich das ein Stück weit verstehen kann, weil ich natürlich die Kolumne komplett umgekrempelt habe. Also sie sieht jetzt halt ganz anders aus eben als bei Alban Pötzsch. Ne? Ich konnte das ein Stück weit verstehen, aber jetzt inzwischen, also das waren wirklich so nach den ersten beiden Ausgaben, glaube ich, gab es halt einige böse Mails. Seitdem nicht mehr. Ja, also ich denke auch, dass das, also jetzt mal unbescheiden gesagt, also einigermaßen Hand und Fuß hat. Na, ich habe sie vorher gut gefunden, aber jetzt finde ich sie richtig gut und das hat schon hohes Niveau. Und wenn wir schon von hohem Niveau reden, ja, diese Corona-Krise hat uns ja alle gefordert und es ist immer die Frage, wie man mit Krisen umgeht. Ich denke, du bist sehr positiv insofern damit umgegangen. Du hast die Zeit genützt, um zwei hervorragende Schachbücher herauszubringen. Im Jahr 2020 ist von dir Angriffsstrategien für Vereinsspieler erschienen im Schachverlag, im Schachreiseverlag von Jörg Hickel. Und hier geht es, denke ich, um die Verbesserung der Mustererkennung. Was ist denn von diesem Buch Angriffsstrategien so deine Zielgruppe? Das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Ich denke, also ich weiß, da sagen wir mal einige ehrgeizige U10-Spieler und zwar halt sogar zum Teil sogar ziemlich deutlich drunter U sozusagen. Also ich kenne einen jungen Mann, der hat der ist 7 Jahre alt, der hat genau das Buch geschenkt bekommen und hat es tatsächlich durchgearbeitet und hat das dann ja, für gut befunden, genau. Und also sagen wir mal, eine gewisse Spielstärke braucht schon. Also keine Ahnung, ich würde schon sagen, 1400, 1500, so wie es, glaube ich, auch draufsteht. Und ja, bis theoretisch, glaube ich, schon tatsächlich zu 2-3. Also auch Leute, die ziemlich hochqualifiziert sind, können sich, glaube ich, was mitnehmen. Ja, also so, ich denke, das kommt schon hin. Mhm. Was meinst du, welche Skills zeichnen denn einen guten Angriffsspieler aus? Ja gut, also Fantasie, ganz klar, also gut, wobei Fantasie kann ja tatsächlich also durch, ja, einfach gute Kenntnis einfach der Muster ein Stück weit, ja, ersetzt werden, wobei also ja, Fantasie kommt dann immer noch ins Spiel in dem Moment, wo man diese Muster sozusagen miteinander verbinden muss. Genau, nee, also Fantasie, gute Rechenfähigkeiten und Furchtlosigkeit, glaube ich, ist ganz wichtig. Also man darf keine Angst haben, Material zu investieren. Auf jeden Fall, ja. Weil du von Fantasie redest, das Titelbild ist ja sehr künstlerisch gestaltet. Jetzt weiß ich auch, du hast ja einen engen Bezug oder interessierst dich für Geschichte, Philosophie, Psychologie, russische Literatur. Bist du auch kunstinteressiert? Ja, also das ist, da muss man das so, glaube ich, so sagen. Interessiert bin ich tatsächlich an vielem, aber ich bin eigentlich ein Banause auf all diesen Bereichen, also ich kenne mich nirgends richtig gut aus. Aber ja, also sagen wir mal, ja, ich könnte wahrscheinlich zwei große klassische Maler jetzt nicht zwingend immer voneinander unterscheiden, aber ich gehe sehr gern in Museen und schaue ich mir zum Beispiel dann Bilder an. Also das ist so, also ich bin mehr interessiert, als dass ich mich auskennen würde. So, so kann man das, glaube ich, formulieren. Also auf jeden Fall einen ästhetischen Bezug. Ja, und das zweite Buch, wir haben es ja heute schon erwähnt und es hat Jana Schneider ja einen Sieg eingebracht, ist 2021 erschienen, das Damengambit, ein komplettes Schwarzrepertoire gegen geschlossene Systeme, auch im Schachreiseverlag von Jörg Hickel. Und hier wählst du eben einen Ansatz, den ich schon vorher auch beschrieben habe, den ich wirklich für sehr gut halte, nämlich du beginnst einmal mit den Bauernstrukturen, mit Isolani, hängenden Bauern, also alle diese Strukturen, die im Damengambit eine Rolle spielen.
Genau, nee, ich denke, also gerade so eine solide Eröffnung, jetzt das Damen-Gambit, genau, da ist, glaube ich, tatsächlich das Verständnis der Strukturen ist extrem wichtig, also vor allem auch, weil diese Strukturen wirklich aus allen möglichen, also jetzt beispielsweise die Galsbader Struktur, da kann man recht unterschiedliche Zugfolgen spielen und die werden dann immer dann auf diese Struktur hinauslaufen. Das heißt, wer diese Strukturen besser versteht, ist im Zweifel tatsächlich einfach immer im Vorteil gegenüber dem Gegner, der einfach eben aus Varianten auswendig gelernt hat, weil aus den konkreten Varianten kann man den Gegner recht leicht rausbringen. Durch eben kleine Änderungen an den Zugfolgen zum Beispiel. Genau, deswegen war mir das wirklich ein Anliegen, so die typischen Strukturen zu besprechen, bevor es genau ans Konkrete geht. Und jetzt weiß ich als passionierter schwarzer D4, D5-Spieler, dass man heute dann oft Londoner System oder katalanisch vorgesetzt bekommt. Das sind auch Eröffnungen, die in deinem Buch, nehme ich an, vorkommen, oder? Ja, es ist tatsächlich, also die ursprüngliche Idee, ich muss dazu sagen, die Idee war auch, also die Idee für das, oder das erste Buch zu schreiben, war sozusagen mir ein Anliegen. Das zweite Buch, das war eine Idee von Jörg Hickel. Also der hat mich gefragt, ob ich das Buch schreiben, das Buch mit diesem Thema zu diesem Thema schreiben möchte. Genau, im Moment, jetzt bin ich raus. Wo haben wir angefangen? Genau. Londoner System und katalanisch. Richtig. Genau. Ursprünglich war tatsächlich ein Buch über das Damen-Gambit geplant, aber dann quasi schon während der Arbeit kam mir dann die Idee, dass man ja dann auch eben andere wichtige weiße Möglichkeiten, ja, die du gerade, also die beiden wichtigsten vielleicht aktuell hast du gerade erwähnt, ne, katalanisch sowieso, wenn man auf die 4, die 5 antwortet. Aber eben auch zum Beispiel das Londoner System, dass man das aufnimmt und irgendwie ja hat sich dann so ein bisschen dann hat das so eine Eigendynamik entwickelt. Dann habe ich dann irgendwann beschlossen, auch wirklich alle Möglichkeiten zumindest kurz abzuhandeln, also auch ja irgendwelche Exoten, ja, so dass es wirklich ein komplettes Repertoire ist, also geworden ist am Ende gegen alles außer wirklich ersten C4. Also ist wirklich alles abgedeckt außer ersten C4. Na, das hört sich ja sehr vielversprechend an. Um nochmal auf Jörg Hickel zurückzukommen, ja, ich denke auch eine sehr interessante Person, Großmeister, und hat sich dann vor allem auf Schachreisen, auf sehr toll organisierte Schachreisen verlegt und er hat hier ein sehr starkes Team in der Zwischenzeit mit starken Frauen, Großmeistern, internationalen Meistern, prominenten Trainern. Kannst du uns so ein bisschen das Konzept vorstellen und wie du an diesem Konzept beteiligt bist? Ja, gern, wobei wieder, also da könnte Jörg natürlich selbst besser erzählen. Ja, Jörg war, also eben, ich denke, der hat seine aktive Karriere jetzt mehr oder weniger beendet. Genau, er war, ich denke, das ist, war mir gar nicht bewusst, muss ich sagen, aber er war tatsächlich ja recht lange Zeit eigentlich die Nummer 2 in Deutschland hinter Hickel. Entschuldigung, hinter Hübner wollte ich sagen. Genau, ja, das Konzept der Schachreisen, genau, ich finde das auch, ich glaube, soweit ich weiß, ist Jörg tatsächlich ja gelernter irgendwie Reisekaufmann. Also insofern hat sich das auch irgendwie angeboten. Es war völlig, also inzwischen gab's ja irgendwie ab und zu dann Nachahmer, aber er war tatsächlich der Erste, denke ich, mit dieser Idee. Also er organisiert einfach Reisen, also wir sind ein Reiseveranstalter und bietet dabei aber eben also Schachinhalte an. Es sind unterschiedliche Inhalte, also es gibt so Seminarturniere, das heißt am Vormittag spielen dann die Teilnehmer ein Turnier gegeneinander. Also einfach, manchmal ist es auch Elo ausgewertet, manchmal nicht. Und am Nachmittag werden dann diese Partien eben mit qualifizierten Trainern, ja, Jörg selbst und eben dann Leute, die er dann sonst einlädt, genau, werden die Partien dann ausführlich besprochen. Also ich denke, das hat einen ziemlich hohen Lernwert. Und dann gibt es auch einfach Schachreisen, die einfach mit Seminaren, mit Vorträgen, Simultanspielen und so weiter verbunden sind. Ich denke, das ist wirklich ein interessantes Konzept. Und das, soweit ich informiert bin, läuft das auch sehr gut. Also er hat inzwischen so seine Stammkunden, die ihm sehr treu sind, die seit 20 Jahren mitfahren. Und ja. Genau, und na gut, ich kannte Jörg vor allem, also wir haben halt auch oft gegeneinander gespielt. Und ja, irgendwann ist er dann auf mich zugekommen und hat mich einfach dann gefragt, ob ich das Team der Schachreisen unterstützen möchte. Und bei der Reise nach Lanzarote, das war übrigens genau auch eine witzige Geschichte irgendwie, weil das war März 2020
Na, und wir sind am 15. März sind wir dann von Lanzarote zurückgeflogen und am 16. März wurde ja alles dicht gemacht. Also kompletter Lockdown, keine Flüge mehr und so weiter. Wobei wir planmäßig zurückgekommen sind, muss man dazu sagen. Das war halt auch irgendwie intuitiv perfekt geplant von Jörg. Auf der Reise hat er mich eben dann auch gefragt, ob ich grundsätzlich quasi mir vorstellen kann, ein Buch zu schreiben. Und so kam es dann zu dem Buch Feuer frei. Ja, Michael, zum Abschluss unseres Gesprächs, lass uns noch kurz einen Ausblick auf oder einen Einblick in deine aktuellen Projekte, aktuellen Schüler geben oder was du demnächst planst. Ja gut, es ist im Prinzip nichts prinzipiell Neues ist geplant. Also ich habe, also die Leute, die jetzt heute, also Namen, die jetzt heute schon gefallen sind, mit den Turnier werden ja, also die Jana und die Hanna und so weiter, das Training läuft weiter. Genau. Neu dazugekommen ist Ann-Marie Mütsch mit ihr. Also ich denke, sagen wir so, mir hat niemand gesagt, dass ich das nicht weitererzählen darf. Also gehe ich mal davon aus, dass das, genau, also wir trainieren jetzt seit ein paar Wochen. Genau, das ist ja so Teil dieses Projekts, na, wie haben sie das genannt? Also auf jeden Fall, wo die Frauennationalmannschaft jetzt intensiv dann betreut, trainiert und bei Turnieren, finanziell unterstützt werden soll, um sie dann eben wirklich auf das Niveau von 2-4 Plus zu bringen. Genau, also Jana und Hanna gehören ja dann Hanna gehört jetzt nicht zum Kreis dieser geförderten Spielerinnen, ich glaube aus quasi Altersgründen, aber Jana eben und Ann-Marie. Genau, wobei Hanna wiederum ja trotzdem Teil der Nationalmannschaft ist. Gut, dann mit Leonardo Costa ist dir vielleicht ein Begriff, das ist jetzt eben auch seit einigen Jahren ein Schüler von mir, von dem ich ja recht viel erwarte in Zukunft. Und dann einige weitere Spieler, genau, also es bei mir hat sich ja auch durch Corona nicht viel verändert. Also ich gebe seit Jahren schon eben überwiegend Online-Training und das wird jetzt auch in den nächsten Jahren hoffentlich weiterlaufen. Na, das hört sich doch gut und nach einem sehr positiven Ausblick an. Lieber Michael, dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass du dir für uns eine gute Stunde Zeit genommen hast und ich wünsche dir für deine weitere Arbeit viel Erfolg und hoffe, dass wir uns demnächst mal live sehen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Wünsche euch auf jeden Fall auch viel Erfolg. Dir auch, viel Erfolg mit dem neuen Projekt. Und vielen Dank übrigens man hat ja gesehen, dass du dich richtig vorbereitet hast, sehr interessante Fragen gestellt hast. Also danke dann auch dafür. Ja, dann danke für die liebe Rückmeldung und liebe Grüße und ciao. Na, ciao. Das war Schachgeflüster. Ja, liebe Zuhörer, ihr habt's gemerkt, ich hatte heute einen Gastinterviewer, nämlich Harald Schneider-Zinner. Harald ist selbst ein internationaler Meister, Schachbuchautor. Er trainierte früher die österreichische Frauennationalmannschaft und ist aktuell Präsident der CSA, also der Chess Sports Association. Ich hoffe, euch hat sein Gastauftritt gefallen. Ich finde, er hat es wunderbar und sehr routiniert gemacht. Schreibt mir gerne, wie euch das gefallen hat und ob ihr euch noch mehr Inhalte von Harald oder auch von anderen Gastinterviewern wünscht. Und natürlich nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren oder in eurem Umfeld einfach weiter zu empfehlen. Denn ja, Mund-zu-Mund-Propaganda ist immer noch die beste Art der Unterstützung. Eines bin ich euch noch schuldig, nämlich die Auflösung des Gewinnspiels. Das habe ich noch nicht geschafft, steht aber bei mir ganz oben auf der To-Do-Liste. So, und nun, wie schon bei den letzten Malen, ein Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me etwas gespendet haben oder auch auf patreon.com eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen. Dies sind folgende Personen oder Einrichtungen in alphabetischer Reihenfolge des Vornamens: Andreas Virox, Armin Züger, Dr. Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Friedhelm Küch, Güven Manay vom interkulturellen Schachverein Satranj Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Peter, Oliver Bremer, die Internetseite schachtraining.de und Tim Bialuszewski. Macht's gut, bleibt oder werdet gesund, euer Michael.